So, ich werde heute wieder einen Mix fixen von einem Abonnenten und der Bruder hat mir auch eine E-Mail geschrieben und zwar hat er ein Problem mit seinem Song. Jeder Song, den ich mastere, ist auf Spotify immer wieder deutlich zu leise und ich finde den Fehler einfach nicht. Du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du dir das Ganze einmal angucken könntest und mir Tipps fürs Mastern geben kannst, damit meine Songs auf einer vergleichbaren Lautstärke zu anderen Künstlern sind. Und das ganze Ding ist auch schon auf Spotify und deshalb höre ich da direkt mal rein. Schau, komm in Form, Baby, ich komm später heim. Hol uns 10 Millionen, ihre Augen, Dollar Signs. Mach das hier für uns, ja, wir träumen oversize. Wenn ich das hier schaff, sind meine Homies mit dabei. Schau, komm in Form, Baby, ich komm später heim. Hol uns 10 Millionen, ihre Augen, Dollar Signs. Mach das hier für uns, ja, wir träumen oversize. Wenn ich das hier schaff, sind meine Homies mit dabei. Also bis hierhin kann man schon mal vermuten, warum die Songs zu leise sind. Ich kann mir vorstellen, dass, weil die Stimme zu laut ist, dass das Ganze halt leiser klingt, also dir leiser vorkommt. Wir hören uns mal die Spuren einzeln an. Also ich höre direkt, dass die Balance von der Stimme so in Richtung untere Mitten oder basslastig geschiftet ist. Das heißt, es sind zu wenig Höhen drin, zu viel Mumpfigkeit, zu viel Bass drin. Und das würde ich als erstes mal fixen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum du die Stimme dann so laut gemixt hast, weil diese Höhen nicht gut durchkommen. Und das ist dann wiederum der Grund, warum Spotify deine Songs leiser macht, beziehungsweise warum deine Songs leiser einem vorkommen, weil die Musik halt an sich leiser ist. Ich habe hier auch die Spuren ohne Reverb und Delay. An denen werde ich das Ganze machen. Schau, komm in Form, Baby, ich komm später heim. Hol uns 10 Millionen heran. Ja, also hier die Frequenz, 182, die ist halt einfach sehr, sehr dominant. Und hier oben, da fehlt einiges. Schau, die kommen in Form, Baby, ich komm später heim. Hol uns 10 Millionen, ihre Augen, Dollar Sign. Okay, ich will erstmal ein bisschen was Kreatives machen. Mir kommt nämlich da direkt so eine Idee, bisschen Travis Scott-mäßig. Schau, die kommen in Form, Baby, ich komm später heim. Hol uns 10 Millionen, ihre Augen, Dollar Sign. Mach das hier für uns, ja, wir träumen oversize. Wenn ich durch die Stadt, nicht weit entfernt von den Sternen, wenn ich's schaff. Träum ich mit den Jungs, sind die Lichter in meinem Garten. Catchet deine Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den, ja, wir träumen oversize. Wenn ich das hier schaff, sind meine Homies mit dabei. Schau dir kommen vorn, Baby, ich komm später heim. Mach das hier für uns, ja, wir träumen oversize. Wenn ich das hier schaff, sind meine Homies mit dabei. Form, Baby, ich komm später heim. Hol uns 10 Millionen, ihre Augen, Dollar Signs. Mach das hier für uns, Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust du mir? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augen. Ja, bei ihm war auch irgendwas in den Pausen, so ein leichter Delay, Reverb, also war die gleiche Idee. Ich habe es halt ein bisschen Travis Scottiger gemacht. Travis Scottiger. Genau, und wie ihr seht, ich habe hier über 6 dB abgesenkt, hier in den unteren Mitten und in den Tiefen. Ich will mal gucken, wie es sich anhört, wenn ich hier in diesen Mitten auch noch was ausdünne. Dollar Signs. Mach das hier für uns, ja, wir träumen oversize. Wenn ich das hier schaff, sind meine Homies mit dabei. Nicht weit entfernt von den Sternen, wenn ich's schaff. Träum ich mit den Jungs, sind die Lichter in meinem Kopf. Und ich schweb durch die Nacht. Ein Bruder fährt, macht auf Uber durch die Stadt. Nicht weit entfernt von den Sternen, wenn ich's schaff. Deine Feelings, schau dir immer mein.
Straße für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust du mir? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augenringe. Jetzt habe ich hier ein bisschen untenrum in diesem Subbass geboostet, einfach damit die Stimme von unten so mehr Fülle bekommt. Und das gibt uns ein bisschen mehr Lautstärke, wo die Stimme aber dann nicht so rauskommt. Also hier hatten wir jetzt nochmal so ein paar Resonanzen. Die habe ich jetzt aber nur dynamisch abgesenkt, weil diese Frequenzen halt wichtig sind, damit die Stimme so lebendig bleibt. Was ich immer gerne mache, ist hier so eine Parallelspur mit einem Waves Doubler und dann schicke ich die Spur da einfach hin und kann dann die Doubler-Spur zu einem gewissen Anteil einfach da reinschicken. Deine Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust du mir? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augenringe tief, komme wieder mal nicht rein. Das gibt der Vocal nämlich so eine schöne Breite. Mag ich sehr, sehr gerne diesen Trick. Ich zeige euch einmal ohne diesen Effekt und dann mit dem Effekt. Deine Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust du mir? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augenringe tief, komm. Hier haben wir noch eine unschöne Resonanz bei diesen 374. Wieder mal nicht hart. Catch it, deine Feelings, schau dir immer mein. Und dann würde ich mal ein paar Höhen anheben. Traust du mir? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augenringe tief, komm wieder mal nicht hart. Catch it, deine Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den Dream. Ich hol uns dann mehr Zeit. Brauchst du mehr? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augenringe tief, komme wieder mal nicht rein. Catch it, deine Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust du mehr? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augenringe tief, komme wieder mal nicht rein. So, jetzt würde ich im Prinzip eigentlich nur noch einen Reverb drauf machen, um der Stimme mehr Räumlichkeit zu geben. Und dann bin ich ziemlich zufrieden. Ich versuch's erstmal mit meinem Favorite Reverb, dem Transatlantic. Deine Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust du mehr? Ja, sie fragt mich. Der klingt einfach so geil. Der übernimmt nur die Räumlichkeit und für diese Pausen und für diese Atmosphäre habe ich dann diesen Delay drin. Deine Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust du mir? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augenringe tief, komme wieder mal nicht rein. Und was ich hier auf diesem Delay gemacht habe, ich habe hier einen Kompressor drauf gemacht und habe das ganze Sidechain komprimiert. Also der Delay wird immer komprimiert, sobald die Stimme reinkommt. Und sobald die Stimme dann leise ist, also die Stimme weg ist, kommt dieser Delay hoch, also wird dann lauter. Das nennt man Sidechain. Und das Ganze habe ich so geroutet, dass hier dieses Vocal-Signal hier reingefüttert wird. Und dann, wie gesagt, steuert dieses Vocal-Signal die Kompression von diesem Delay. Das heißt, achtet mal hier drauf. Man sieht hier immer, wenn die Stimme reinkommt, dass das Ganze hier quasi komprimiert wird. Catch it, deine Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust. Und das ermöglicht mir halt diesen Delay recht laut zu machen, ohne dass der Delay die Stimme stört, weil der wird ja immer nach unten gedrückt, sobald die Stimme reinkommt. Und so haben wir ein cleanes Stimmensignal und trotzdem kommt der Delay laut durch, immer in den Pausen. Okay, hier werde ich jetzt einmal einen Vergleich machen von seinem Mix und meinem Mix. Mein, hasse für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust du mir? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augenringe tief, komme wieder mal nicht hart. Catch it, deine Feelings, schau dir immer mein. Hasse für den Dream, ich hol uns dann mehr Zeit. Baby, traust du mir? Ja, sie fragt mich, wo ich bleib. Augenringe tief, komme wieder mal nicht heim. Schau dir, komm in Form, Baby, ich komm später. Genau. Das ist im Prinzip die Rettung dieses Songs. Wenn ihr auch dabei sein wollt, checkt mal einmal die Beschreibung ab. Danke für deine Einsendung. Song verlinke ich auf jeden Fall mal in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Producen. Ciao, Leute.